Ja, hallo liebe Leute, da sind wir wieder, immer noch in Frankreich, das habt ihr ja mittlerweile mitbekommen. Heute, Samstag, ist die Einschreibung und Abnahme. Es geht los mit der Papierabnahme, sowas haben wir euch schon bei anderen 60s gezeigt. Ich stelle euch mal unser Team vor. Hinter der Kamera, Max Bindemann, unser Teammanager. Hallo. Jörg und Henrik. Grüß euch. Also die beiden hier, der hinter der Kamera und der Henrik, die werden eine Top-Leistung einfahren. Ich versuche einfach durchzufahren. Das wird schon schwer genug, weil es ist hier sehr Enduro-lastig. Frankreich zeigt sich wirklich von seiner besten Enduro-Seite. Ardèche, Auvergne, wunderschön hier. Jetzt gleich, hier seht ihr schon eine lange Schlange. Das sind alles deutsche Fahrer mit Teammanagern. Wir gehen jetzt rein, wir müssen unsere Lizenz zeigen. Einen Bluttest brauchen wir nicht machen. Ja, hier ist erstmal dann die Abnahme und nachher geht es dann zur technischen Abnahme. Da werden halt die Lautstärke wird überprüft. Ich glaube, es sind 114 Dezibel bei Vollgas. Ja, wir zeigen euch gleich noch mehr. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß bei unseren Videos und schaltet wieder ein. Erzählt noch mal, was ihr hier gerade gemacht habt. Papierabnahme. Technische Abnahme. Motorrad haben wir gerade durchgeschoben. Tipptopp. Und jetzt geht's zur Papierabnahme, oder? Genau. Ja, wir ziehen uns jetzt um und dann. Ihr müsst jetzt 10 Tonnen Papier abnehmen, oder? So schaut's aus. Ja, abnehmen wäre gut. Welche Teamnummer habt ihr und welches Team seid ihr? MSB 2, Team Sieger. Team Sieger? Wir haben Team Goldmedaille. Team Oldschool. Team Flower Power. Ja. Fährst du mit der Rallye-Karre? Nee, leider nicht. Andermal. Bonjour. 930. Ja Leute, jetzt geht es langsam wirklich in die heiße Phase. Technische Abnahme kommt jetzt. Wir sind in voller Montur, top ausgestattet mit neuen Tor-Mipshelm, Torstiefel, alles tipptopp. Dirtbiker ist echt, wir sind froh, dass wir das Team in Deutschland supporten können und Max, Henrik und ich haben Bock. Da haben wir einen Denkfehler gehabt, oder? Mit dem Weglegen. Hey.
112 Maximum. Oh, Punktlandung. Aber es ist noch, dieses Jahr ist noch erlaubt, unter 12 plus 2. Aber es ist ja unter 112. Ja, ja. Erzähl das mal. Aber nächstes Jahr 109. 109. Okay. Argentinien ist mir eh zu weit weg. Ah, vielleicht mit dem Schiff? Ja, müssen wir vielleicht auch. Und Dennis, wie viel haben wir? 106,8. Ach, viel zu leise. Aber reicht für nächstes Jahr. Ja. Nächstes Jahr 109, ne? Ja. Ja. Wofür ist die Farbe? Die ist dafür, damit kontrolliert werden kann, dass der gleiche Motor drin ist und auch, dass der Motor nicht geöffnet wurde, weil Motor darf man bei den 6-Tage-Fahrten nicht wechseln oder und das gleiche gilt auch für die Radsitze, das heißt, da kommen auch Plomben dran und da wird jeden Tag, wenn man wieder ins Parkfermier schiebt, kontrolliert, ob auch der originale Radsatz, mit dem man das Motorrad abgegeben hat, auch immer noch dran ist. Also. Das macht der gute Monsieur. Merci, Monsieur. Die Fahrzeugdaten checken. Aber auch das Motorrad, das ist, was auf dem Fahrzeugschein steht. Richtig. Und Helm und so weiter. Merci. Max, was wird hier gerade gemacht? Hier werden die Fußpanzer gecheckt, auf die zertifiziert sind, sicher genug sind und kommen Sticker, damit überprüft werden kann, ob die abgenommen sind. D'accord, okay. Je mir da die Matte und mein Schloss geben. Das liegt gerade hier vorne. Das kommt schön ins Video.
Geschafft! Hatten keine Probleme mehr, Max und ich. Alles super.